können wir mal auftauchen und gucken, wo wir sind. Genau, hier ist das Heck. Okay, Südwest. Südwest ist hier. Oh, meine Fresse. Ja, bestimmt toll. Überlebende der Aurora 2. Rettungskapsel 4. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Encountered predators in the Leviathan class, highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Yeah. Okay. So long. I thought you'd drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Ja, sie hat die Fuel Line erwischt. Sehr schön. Okay. Hübsch, wie es jetzt vorangeht. Also gefühlt zumindest. Finde ich sehr gut. So, was machen wir jetzt? Wir gehen nochmal gucken, ob es eine neue Nachricht gibt. Wahrscheinlich nie. Ah, dann ist jetzt endlich mal hier der Scanner dran vom Zyklop. Ich hätte gerne endlich die Fahrzeugstation oder was das ist, damit ich ja den Krebsbohrarm bauen kann und so ein Zeug. Ich weiß halt nie, wo es das gibt. Aber das wäre schon sehr nützlich. Ich hätte ja fast gehofft, dass man die in der Aurora kriegt. Aber da war ja nix. Leider. Na gut, dann müssen wir mal gucken. Schnell zurück. Ich denke, ich lasse meinen Zyklop jetzt einfach hier stehen mit dem Krebs. Nehmen wir ihm jetzt gleich einfach seine leeren Energiezellen ab und schafft die heim. In die andere Basis. Dann bauen wir den Scanner und dann kommen wir wieder hierher oder so. Oh, hier ist was Neues. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ah, schon wieder. Okay, Ursprung der Übertragung. Von der Rettungskapsel 7 wurde ein Notsignal empfangen. Aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Ja, das passiert ja ganz selten. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Wo auch immer das ist. Besatzung meldet Probleme mit ihrem Bordfabrikator. In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität auf 200 Meter gesunken. Ursprung der Übertragung. Ungefähr 1 Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. 1 Kilometer südwestlich. Puh, ob man das findet? Also ich würde ja schon auf die Suche gehen. Wie viel Essen und Trinken haben wir denn? Ja, die hier sind natürlich alle ganz toll. Ich muss erst mal Essen und Trinken besorgen, dann gucken wir uns das an. Die hier braucht man nicht. Komm, geh mal aus dem Weg. Niemand will dich. So. Ich glaube, ich habe hier noch was Zeug drin, um Essen und Trinken herzustellen. Also Essen habe ich genug, aber Zeug, um Trinken herzustellen. Jo. Das ist schön. Naja, mach die Bude auf. Hier ist Salz.
Und hier ist 2 Koralle. Dann nimm auch nochmal ein Salz. Genau, und dann stellst du 2-mal Wasser her und dann gehen wir jetzt erstmal wieder. Essen haben wir ja genug. Die ganzen Nährstoffblöcke müssen ewig. Ich weiß gar nicht, warum ich die alle mit hab. Ja, warte, Essen haben wir? Nee. Wir haben nix. Warte. Hier, Wasser. Los. Machen wir einfach jetzt mit der Motte hin, oder? Würde ich mal sagen. 1 Kilometer, das ist schon ein Stück. Da mache ich, glaube ich, mit der Motte hin. Wie tief gesunken? 200 Meter. Da kommen wir mit der Motte hin. Jo, dann machen wir uns da auch hin, ne? Muss ich mal sagen, hier die beiden Leuchtfackeln braucht kein Mensch nicht. Können da schon mal weg. Dann haben wir Platz für Zeug. Ich habe sogar das Pfadfinderwerkzeug mit. Interessant. Ich dachte, das habe ich nicht mit. Also im Zyklop macht er eine Animation beim Treppensteigen. In der Basis nicht. Interessant. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gehofft, das macht er dann in der Basis dann auch, wenn die die Animation eh schon mal drin haben. Wo ist die Aurora? Hier, da ist das Heck der Aurora. Und von dort aus 1 Kilometer Süd irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, muss nachgucken. 1 Kilometer südwestlich, okay. Krieg mal hin. Ich hoffe, da müssen wir nicht durch das Gebiet von dem Leviathan durch. Da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Wo ist denn Südosten eigentlich? Oh, verdammt. Das ist genau dort, ne? Oh, verdammt. Will ich da wirklich hin? Der macht mich doch zur Schnecke, oder? Das Problem, was ich gerade habe, ich weiß nicht, was mich da hinten erwartet. Ich habe jetzt nichts Wichtiges mit. Wir machen einfach mal los. Richtung Südosten. Gucken, was passiert. Ich bleibe einfach mal am Boden und hoffe aufs Beste. Kann sein, dass er mich gleich hat. Südosten. 1 Kilometer ist halt weit, ne? 1 Kilometer ist echt weit. Ich meine, wir haben hier karges Gebiet, ne? Also in der Hinsicht sind wir hier perfekt. Wir sind 200 Meter tief. Ich wäre hier unten. Boah, jetzt habe ich mich gerade selber verwirrt. Südöstlich. Hier lang. Ja. Was? Ich bin immer noch zu tief. Sag mal, wie weit muss ich denn noch? Jetzt bin ich irgendwo hier. War das richtig? Nö, ich bin genau in die falsche Richtung. Okay. Ja, das erklärt's. Okay, ich hätte nach Südwest gemusst, nicht nach Südost. Genau in die andere Richtung. Mist. Okay, zurück. Ich hoffe, wir kommen zurück. Scheibenkleister. Ich mache die gleiche Taktik nochmal. Ich schwimme hier am Boden genau rum. Einfach mit Vollgas, ohne irgendwas. Ich habe die Hoffnung, hier unten erwischt er mich nicht. Ich hier so ein bisschen, ne? Weiß ich nicht, bin. Schwer am Boden und so, keine Ahnung.
Jetzt bin ich hier umsonst durchgeschwommen. Das ist ja doof, ey. So doof. Ach, verdammt. Oh, okay, wir sind jetzt hier gleich wieder am Heck. Ab hier ist es, glaube ich, wieder relativ sicheres Gebiet. Können wir mal auftauchen und gucken, wo wir sind. Genau, hier ist das Heck. Okay, Südwest. Südwest ist hier. Oh, meine Fresse. Alter. Ja, ja, ist gut. Mist, nie getroffen. Mist, Mist, Mist. Oh, hat der mich wieder erschreckt, der Kollege. Oh, der hat's drauf, ey. Puh. Jetzt habe ich Angst, Mutti. Oh. Mist, ich habe ihn leider jetzt auch verfehlt dann mit dem Gewehr. Wir müssen den hier auch mal reparieren. Sonst kommen wir nirgendwo mehr hin. Vor allen Dingen, sonst bin ich gleich tot, wenn er mich nochmal erwischt. Ah. Oh. Boah. Eieieiei. Okay, gut, dass wir das jetzt nie nochmal machen müssen, sondern einfach, wir müssen es nochmal machen. Wir sind am Heck und wir müssen Südwest. Okay, auf geht's. Und das Ganze am Boden der Tatsachen. Und wir hoffen aufs Beste, dass er uns diesmal nicht erwischt. Wir sind ja jetzt hier auf der richtigen Seite, sage ich mal. So, Südwest ist eher hier so. Müssen wir diesem Buckel hier folgen, wie es aussieht. Wie gesagt, in Kilometer ist schon echt weit, ne? Na, Südwest folgen. Das ist der Rettungsspot, den wir schon mal gefunden haben, glaube ich. Wenn ich das jetzt hier gerade so sehe. Weil ich weiß, dass wir da hinten schon mal einen gefunden hatten. Und das hier sind auch diese komischen Berge. Meter tief. Sollte jetzt hier unten irgendwo sein. Südwestlich. Aber das ist hier. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist der Rettungsspot, den wir hier irgendwo schon mal gefunden hatten. Wir fliegen mal weiter Richtung Südwest. 200 Meter tief müsste ja jetzt hier dann irgendwo gleich sein. Ja, genau. Weil hier ist nämlich Schluss mit lustig. Hier sind diese komischen. Was sind das hier? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ach, Scannerraum. Ah, ja, okay. Das juckt mich nicht. Lifepod 7. Ja, hier irgendwo müsste er sein. Wir kommen jetzt gleich nicht mehr tiefer. Wir sind jetzt hier schon auf 200 Meter ungefähr. Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Nordost ist da. Das hier sieht alles nicht schlecht aus, ne? In der Hinsicht, dass es hier sein könnte. Hier ist auf jeden Fall. Bin mir ja relativ sicher, dass wir den Lifepod schon gefunden hatten. Dass das die 7 war. Hier irgendwo. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war. Es ist leider auch wieder Nacht. Man sieht nix. Das ist das Gute daran. Muss mir gleich das Bild nochmal angucken. Das Bild. Ja, ja. Da erkennt man nichts drauf, leider. Außer halt hier diese Zacken.
mit komischen Überhängen auf der anderen Seite. Ist alles schwer zu sagen. Dichte hier irgendwo hatte ich ihn gefunden. Ihren Rettungspot. Hier sind 200 Meter Tiefgang. Aber hier ist halt nix, ne? Ja. Sehr gut. Sonst ärgere ich dich gleich. Nee, ich weiß nicht. Wir wissen leider nicht, wo das ist. Da ich auch keine Ahnung habe, wann ich einen Kilometer zurückgelegt habe, ist es immer schwer abzuschätzen. Also ich meine, das hier ist das richtige Gebiet dafür. Das ist schon mal klar. Aber es ist halt Nacht. Man sieht nichts, ne? Ja, ich fahre erstmal heim. Wir können ja... Genau, wir laden jetzt den Zyklopen auf. Gucken mal, ob wir das komische Ding gebaut kriegen. Unseren... Ja, vielleicht mit dem Scanner und dem Zyklopen könnte ich den finden. Das wäre eine Idee. Das wäre noch eine Idee. Aber wie gesagt, ich habe die ganz große Vermutung, dass es der ist, den wir schon kennen. Den ich schon irgendwann mal aus Versehen gefunden hatte. Da müsste ich ja die PDA-Daten von dem haben. Warte mal. Aurora. 3, 4, ja. Rettungskapsel 7 haben wir. I've tried everything. The analysis circuits on the fabricator are fried. I can barely manufacture the most basic of materials. Want a battery? Here, have a children's toy. Need deep sea diving equipment? Have some lab tech. Hungry? I'll turn that fruit into dust for you. I'm going forward with trial and error. I hit every button here, it's got to make something useful eventually. Ja. War da nicht so erfolgreich. Stimmt, bei dem hat man alles Mögliche gefunden, ne? Ja, jetzt wissen wir auch, warum wir da alles Mögliche gefunden hatten. Das ist aber cool. So, gut. Steigen wir hier mal aus. Und holen uns mal die... Willkommen an Bord, Captain. Ja, ich hole mir deine leeren Batterien, um sie wieder voll zu machen. Findest du das gut? Findest du bestimmt gut. Ja, du brauchst auch irgendwas zum Wachsen hier. 100, 0. Nimm mal mit. Ja, hier, Batterie entnehmen. 94 ist okay, die können wir da noch lassen. 100, 100, 100, 0. Nehmen wir auch mit. Gut. Die können wir dann auch schon mal laden in Ruhe. Hier sind auch geladene Batterien. Sehr gut. Na komm, nimm. Ja, hallo. Nimm und stopf hier rein. Da sind sie sicher. Ich muss noch mal ein bisschen was zu trinken besorgen wieder. Salz haben wir noch ein bisschen, aber keine Koralle mehr. Aber das Gute ist, hier ist sofort Koralle. Das heißt, wir können hier mal 20.000 Stück mitnehmen. Auf das mal wieder genug zu trinken haben bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Ja. Das können wir auch gleich hier drin. Ah, ich habe das Licht wieder angelassen. Aber die Maschine ist aus, oder? Ja, Maschine ist immerhin aus. Okay, gut. Hier, stopf da einfach rein. Nö, da ist voll. Da stopfst du nichts rein. Dann stopf den hier rein. Wie viel Salz ist denn hier noch? 3. Und nochmal 3. Also genug. Gut, um Salz brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Dann mach den Laden hier aus und wir gehen nach Haus. Oder auch nicht. Wir können noch mal ganz kurz gucken, ob es eine neue Nachricht gab. Wo ist denn der Pott? Hier. Was? Der macht den auf? Aha, nee, macht er nicht. Ich wollte schon sagen, kommen, können da doch Bäder rein. Aber nee, können nicht. Das hätte mich auch fast schon gewundert sonst. Sag immer... Ich weiß nicht, warum sie das Zeug durcheinander gewurschtelt hat, aber was willst du hier? Ha?
Ja, genau. Kannst du Rückenschwimmer machen. Echt, ey. So, wieder reparieren, die Motte. Die leidet immer, ey. Das ist das Gute, dass fast nichts den Zyklop angreift. Zumindest nichts von diesem kleinen Zeug. Schon wieder eine Nachricht. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Okay. Da will uns jemand retten kommen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, warte mal ab. Das hat ja jetzt erstmal keine Bedeutung. Beziehungsweise, da passiert ja jetzt nichts. Müssen wir abwarten. Ich glaube, das sind die, die erst gedacht haben, dass wir bloß Spaß machen, ne? Dass wir Hilfe brauchen. Ja, fanden sie nicht so gut, dass wir tatsächlich Hilfe gebraucht haben. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich die Materialien nicht hier alle, nicht gleich alle haben. Das heißt, die müssen wir uns erstmal zusammensuchen. Aber wir müssen ja eh mal da runter in die Höhle, um Kürbis zu holen oder irgend so ein Zeug, was wir in der Aurora anpflanzen können. Was war das? Melone, glaube ich, ne? Ansonsten müssen wir nochmal auf die Insel gehen, da können wir das auch holen. Okay, wir brauchen 3 Magnetit. Achso, ja, die Zellen aufladen erst mal bitte. Das wäre noch wichtig. Ja. 0 und 0, bitte komplett runter. Wie viel Energie hast du noch? Nix. Okay, dann müssen wir auch nochmal Fische fangen. Ja, nimm die Zelle mit. Das kann mal kurz hier rein, so lange. Und dann holen wir uns erstmal ein paar Fische. Warum ist das hier eigentlich schon wieder durcheinander? Das juckt mich nicht. So, Fisch. Der Fisch kommt frisch auf den Tisch. Ja. Ach Gott, nee. Hier sind Fische, komm. Los. Ja. Ihn auch. Schön. Ja, cool. Hey, komm. Ja, komm her. Ach, hier, der ist sogar. Weiß ich gar nicht. Grün. Warum der auch immer grün ist. Ah, hier, schön Fisch. Na, du. Dich will ich nicht. Dich will ich. Ja, ja. Da haben wir doch jetzt wieder genug Fisch. Gut, auf nach Haus. Können wir das alles in den Bioreaktor reinstopfen. Dann hat er auf jeden Fall wieder genug Energie. Aber wie gesagt, wir müssen, glaube ich, trotzdem noch gleich mal in die Höhle. Um Magnetit zu besorgen und so ein Zeug. Ja, hier. Kannst du alle reinstopfen da. Außer den einen, den behalten wir und essen wir. Gut. Ja. Kochen. Lecker, lecker, lecker. Ja, ich weiß, ich hätte ihn gleich dann mit dem Messer umnieten können. Dann wäre das einfacher gewesen. Gut, haben wir hier Magnetit? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier Magnetit? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier Magnetit? Nö. Das ist ja ein Traum. Was machen wir denn da? Ja, schon mal die Gravitationsfalle loswerden. Da müssen wir doch da runter. Hier, Gravitationsfalle. Und wir brauchen den Computerchip. Da muss ich auch kurz mal gucken, was der braucht. Ja, Elektronik.
Computerchip. Zweimal Tischkoralle. Immer Gold, immer Kupferdraht. Ja, dann gucken wir erstmal, was wir da unten holen können davon. Warum gehe ich denn hier raus? Dann müsste ich da oben raus. Ja, machen wir nämlich mit der Motte hin. Oder zumindest in die Nähe. Ich komme ja mit der Motte nicht tief genug, um wirklich bis dahin zu kommen. Alle Systeme sind online. Das ist sehr schön. Dort unten sollte man eigentlich genug Magnetit haben. Und da können wir auch gleich die Samen mitnehmen für Melonen, damit wir die im Zyklopen anbauen können. Das wäre ganz gut. Vielleicht auch, hat man was anderes auch noch? Weiß ich jetzt nicht. Schwer zu sagen. Aber sehen wir gleich. Ich werde ja gleich sehen, was da ist. Mich wundert es, dass ich es hier unten habe. So ein bisschen. Naja, mal sehen. 200 Meter. Ja, gut. Sehr schön. Er geht nicht kaputt. Haben wir Glück gehabt. Keine Energie mehr hier. Ja, wir haben hier irgendwas angebaut. Melone einsammeln. Dann nehmen wir gleich mal welche mit, oder? Nee, ich muss dann... So, ich muss an der Stelle jetzt hier kurz mal Ende machen. Mein Bruder ist gerade zu Besuch gekommen. Da gibt es gerade Wichtigeres. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.